Lege dich auf den Rücken in die Entspannungshaltung, Shavasana. Füße fallen locker nach außen, Handflächen zeigen nach oben. Achte immer wieder darauf, dass du tief in den Bauch ein- und wieder ausatmest. Strecke mit der nächsten Einatmung deine Arme zur Seite und ziehe deine Knie zur Brust. Lasse die Knie mit der Ausatmung nach links zum Boden sinken. Dein Kopf dreht sich sanft nach rechts. Atme tief in deine freie rechte Seite ein und wieder aus. Versuche, beide Schulterblätter am Boden zu halten und mit jeder Ausatmung aus der Hüfte heraus loszulassen. Einatmen, bringe die Knie zurück zur Mitte. Ausatmen, lasse sie langsam nach rechts gleiten. Dein Kopf dreht sich sanft nach links. Atme nun tief in deine freie linke Seite ein und wieder aus. Genieße die Dehnung im unteren Rücken. Einatmen, zurück zur Mitte. Strecke dein linkes Bein aus und ziehe die Zehen zu dir heran. Setze mit der nächsten Einatmung deinen rechten Fuß auf dein linkes Knie. Mit der Ausatmung lässt du dein rechtes Knie zur linken Seite gleiten. Lege deine linke Hand leicht auf dein rechtes Knie, ohne es zum Boden zu ziehen. Dein Kopf dreht sich sanft nach rechts. Atme tief in deine freie Seite und versuche, in der Stellung zu entspannen. Das Krokodil, Nakara Asana. Die Eigenchiropraktik durch die Bewegung der Wirbelgelenke löst Verspannungen und Blockaden im unteren Rückenbereich. Nakara Asana regt die Verdauung an, dehnt die Brustmuskulatur und vertieft die Atmung durch die Weitung des Brustkorbes. Komme mit der nächsten Einatmung zurück zur Mitte. Lasse mit der Ausatmung dein rechtes Bein ausgleiten und spüre nach. Vergleiche einen Moment deine beiden Körperhälften. Setze mit der nächsten Einatmung deinen linken Fuß auf dein rechtes Knie. Mit der Ausatmung lässt du dein Knie zum Boden gleiten. Lege deine rechte Hand leicht auf dein linkes Knie. Dein Kopf dreht sich sanft nach links. Atme auch hier wieder tief in deine freie Seite ein und wieder aus. Versuche, beide Schultern so weit wie möglich am Boden zu halten und lasse mit jeder Ausatmung mehr und mehr los. Nakara Asana unterstützt den Prozess des Loslassens. Komme mit der nächsten Einatmung zurück zur Mitte. Lasse mit der Ausatmung dein linkes Bein ausgleiten. Lege dich wieder in die Entspannungshaltung Shavasana und bringe deine Aufmerksamkeit zu deinem Kreuzbein.